Es gibt ein paar von euch, die mir schreiben, darf Luisa kein Bikini tragen? Man darf alles, ich darf auch Tanga tragen. Warum schreibt ihr mir nicht an, warum hast du nicht Tanga da an? Warum stehst du nicht mit Tanga am Strand? Warum bist du nicht nackt? Das ist doch ein freies Land. Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, will Luisa Bikini tragen oder nicht? Ihr wollt es direkt so darstellen, ja, du erlaubst ihr das nicht. Will sie das oder nicht? Gott sei Dank, wir kommen nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig was verbieten muss, weil wir dieselben Ansichten haben. Sie will ihr Körper nicht zeigen. Wir sind in einem freien Land, ja, man darf sich freizügig zeigen, aber am Ende geht es darum, was der Mensch will. Und wenn sie das nicht will, warum redet ihr überhaupt? Warum stellt ihr solche Fragen? Warum stellt man solche Fragen? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Thema Nada, beste Freundin. Ich dürfte doch eine beste Freundin haben. Keiner verbietet den anderen was hier in dieser Beziehung, Wallah. Das Coole bei uns ist, sie muss nicht zu mir kommen und sagen, ey, mir gefällt das nicht, du darfst das nicht oder so. Wir verstehen uns so gut, dass wir von alleine einfach wissen, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Bikini bei anderen kann gut sein. Beste Freundin bei anderen kann gut sein. Bester Freund bei anderen kann gut sein. Aber jeder führt doch eine andere Beziehung und wir sind glücklich. Ihr seht doch, dass wir glücklich sind. Wir sind glücklich. Warum fickt ihr unser Kopf, ja? Also nicht alle, nur die, die fragen, warum? Wir sind doch glücklich, ja? Stellt diese Frage nicht. An die, die mich das gefragt haben, die provozieren wollten, entfolgen. Also Fazit, jeder Mensch entscheidet das, was er will. Er soll das machen, was er will. Wenn eine Frau sagt, ich will gesehen werden mit Unterwäsche, dann soll sie das machen. Wenn meine Frau das aber nicht will, dann will sie das nicht.